Willkommen zurück zur total verrückten Rallye. Nee, Moment, das war das falsche Spiel. Wir spielen nämlich jetzt die Money Makers Rallye Deluxe 3000 mit mir, dem Yahoo 85 alias Yahoo 85 und der Killamenti alias Killamenti. Hallo Killamenti. Killamenti hat gerade ein Lachfleisch. Und dann sagt man noch guten Tag, Herr. Und wir sagen jetzt, Killamenti, du bist dran, weil Herr Schnupe war heute nicht bei Bäcker Brötchen holen. Ich war beim Nachbarn. Achso, ja, der hat auch Brötchen. So, und jetzt ist Killamenti dran. Und würfelt eine 10? Eine 10? Ja, eine Doppel? Oh, das kann er nicht. Ey, da fängt doch die Folge schon wieder Kaka an. Die ist gewonnen. Killamenti, ja, Killamenti ist durchgezogen. Toll. Also macht das keinen Spaß, ey. Wenn wir das nochmal von vorne machen. Ja, können wir nochmal neu aufnehmen. Aufnahme hat nicht funktioniert. Vollen Bug. 365.000 für Killamenti. Und jetzt geht's. So schnell war ich noch nie beim Lotto, aber jetzt räume ich ab. Ich hab's im Gefühl. Ich hab ja auch das Gefühl. Ich mache jetzt mindestens ein Dreier. Und er macht Minus. Nein. Oh, das sieht gut aus. Ich hab Gewinn gemacht. Ich habe vier. Du hast sogar vier. Ja, halt, da reicht eigentlich immer schon eine 3 oder 4. 225.000. Nicht schlecht. Das hat Killamentis Sieg jetzt absolut übertrumpft. Der ist jetzt nichts mehr wert. Wie heißt das Nest? Killamenti. Podgorica. Podgorica. Wo ist das? In Montenegro. Also, und jetzt fahren wir nach Minsk in Weißrussland. Oh, Bruder! Da kommt der Wladimir her, oder? Kommt nicht Wladimir? Ne, da kommt aus der Ukraine. So, aber Killamenti darf erstmal die Sonderregel aussuchen. Und zwar entweder kostenlose Lotterietickets, das ist nett, oder 20% mehr Chips im Casino oder Standort. Ja. Das Ding, das da. Gute Killamenti, du bist kein Kameradenschwein, geil. Du bist eine Lübe. Ja, manchmal, da ist das okay. Der kommt jetzt zu Schnupe. Ja. Was? Jetzt hab ich den Uwe am Hals. Den Carsten. Nee, wie heißt der? Ja, ist mein Erik. Ich bin am Weizen. Nee, geh mal mit ihrem Weizenmecker fast. Oh, wieso bist du so nah dran? Ich bin abgebogen vorhin falsch. Okay, aus Versehen. Bin ausgerutscht. So, und Schnuppe bekommt 54.000 aus Linie. Ich bekomme ein bisschen Geld und. Ey, mach mal nicht kaputt die Karte. Ja, Schnippschnappkarte. Jetzt hab ich keine Karte mehr. Ach. Wirf ich eine fette 12. Das ist gut. Vielleicht gewinne ich jetzt. Also danach ja. Gemäß an Erfahrung. Ja. Level up. Und ich spiele jetzt mal. Jetzt bist du schon in dem Bereich. Oh. Weißer Johannes. Nee, Weißer Johannes. Weiße Johannesbeere. So, ich mache mal noch ein bisschen Geld drauf. So. Und er wird dann alles verlieren. Nein, ich werde jetzt gewinnen, Killamenti. Und zwar. Oh nee, die da mache ich nicht weiter. Der verlierst du. 16. Ja! Manchmal gewinnt einfach das Recht. Dankeschön, ich bedanke mich. 200.000! Und das Jahr ist rum. Es sieht gut aus, dass ich das Ding gewinne. Und irgendwas stürmt hier. Schneesturm ist irgendwo. Ich bin Letzter. Ja, du bist der. Was denn? Du bist der Erster. Du bist der Stube, du bist der Killamenti. Achso, und was steht da? Achso, ich hab 3 Karten, das soll das heißen. Achso, ja. Ja, also genau. Ich habe auf die 3 geguckt. Da wäre ich ja null da, also disqualifiziert. die 0 halt. Und Killamenti ist dran. Nee, Quatsch, Killamenti war dran. Schnupe macht eine Versammlung. Nee, macht planlos, macht Schnupe. Planlos macht Schnupe. Geh weg. Nee, mein Job will anders spielen wie ich. Und die Kuh auch, die gerade gegähnt hat. So, und jetzt Schnupe heizt auf ein rotes Feld. Das findet er sehr schön. Nein, macht er doch nicht. Er heizt auf Wien. Da kannst du nichts mehr machen. Das wird alles Killamenti. So eine 10. So, ich würfel jetzt aber ganz normal erstmal. Du würfelst jetzt keine 10. Stimmt, hast recht. Eine 12. Moment, da muss ich irgendwie abkürzen können. 1. 0. So, das müsste reichen, theoretisch. Nein. Aber warte mal, ich muss hier abbiegen. Und ich bin da, sehr schön, in Minsk. Und schon gewinnt er wieder. Also das ist ein Gott. 370 mehr Kohle, 370. Aber jetzt können wir uns bei Mandy bedanken, Killamenti, weil jetzt haben wir einmal Lotto frei. Danke, Killamenti. Bei mir geht's nicht. Nee, wir haben ja gratis Lose. Ja, ach so. Ja, und wir haben alle Gewinn gemacht. Mensch, Killamenti,
Mensch. Ja klar, wir haben ja Gewinn gemacht, weil wir ja nichts eingezahlt haben. Ja, das stimmt auch wieder. guck mal, wir haben ja 3er oder so, wenn wir was eingezahlt hätten, hätten wir ja alle minus 50.000 oder so. Stimmt, ja. So, in Minsk habe ich was eingekauft und jetzt geht's weiter nach Porto. Ne, nach Frankreich, ja. Nach Paris. Das gehört mir übrigens. Achso, ja stimmt. Hast du ja erst gekauft. Also entweder ich mache Standard oder 10% mehr auf Strafzahlungsfelder im Zielland. Ne, Blut, ja, das machen wir. Ich will ja was für die allgemeine Befreiung tun. So, jetzt müsste aber das Vieh zu Killer-Menti gehen, genau. Nein. Der Stube wäre auch noch eine Idee, aber ich glaube, es kommt eher Killer-Menti. Nee, das ist eine schlechte Idee. So, okay. Ja, es ist schon gut, wenn es gut aufgehört. Killer-Menti möchte jetzt die Aufteilenkarte nehmen. Nee, macht sie doch nicht. Ich bin wieder Erster. Wow! Noch? What the fuck? Danke, Schnupe! Bitte, bitte. Noch? Mensch, das ist ja sympathisch. Rot. So, das wird ein rotes Feld für Killer-Menti. Killer-Menti haut ab. Ne, Killer-Menti kommt doch wieder und geht ins Casino zu Roulette. Ja. Killer-Menti, das war jetzt nicht schlecht. Möchtest du die Chips alle vergeben? Jetzt gewinnst du wieder. Du hast doch vor ein paar Folgen schon mal im Roulette gewonnen. Das ist dann gut. Killer-Menti tut immer einen gleich hohen Turm machen. Einen gleich hohen Turm. Gleich hohen Turm. Du hast doch übelst viele Chips. Mach mehr auf schwarz. Also auf nicht weiß. Nee, gibt's ja auch nicht auf rot, meine ich. Schwarz ist rassistisch. Ja, das stimmt, deswegen muss man es jetzt anders ausdrücken. Ja. Rot! Es ist nicht. Rot. Es ist nicht die andere Farbe geworden. Cool! Yeah. Ja, du hast gewonnen, Killer-Menti. Herzlichen Glückwunsch zu 41.000 und 60.000 Verlust. Na toll. Super, Killer-Menti. Bin stolz auf dich. Und Stube macht jetzt. Mach mal die Versammlung. Ich stehe zu weit weg. Ich bin anders. Nee, ja. Oh. Macht er auch nicht. Eine 2. Und Stube landet auf einem. Er könnte, wenn er wollte. Ja. Genau. Nee. Nee, Stube nimmt 49.000 mit und ist wieder Erster. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das muss auch knapp sein. Für 49.000 den schon ersten Platz sichern. Ja, wir sind noch knapp 40.000 entfernt irgendwie. Ach, deswegen. So, okay, ich husche jetzt erstmal nach vorne, weil, husche und so. Nee. So, erstmal ein paar Mark nehmen und zwar 43.000. Ich bin wieder Erster, juhu! Wow. Eindeutig Erster um 12.000 Punkte Vorsprung, Geldvorsprung. Wow. Das ist eh mal pupsen und dann. Und die Killer-Menti wirbelt eine fette 6. Sie hat den Kampfhubschrauber am Pupser und zieht auf einem einfach Geldfeld. Und zwar mit 58.000 Gewinn und 54.000 Verlust. Mensch, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Killer-Menti. Und Schnupe nimmt die Planloskarte. Auf Jaro! Diese Runde noch nicht, er würfelt eher eine 4. So, 1, 2, 3. Oh, und Stube sammelt schon wieder Geld ein. 51.000! Und jetzt Stube wieder Arsch. Für Platz 1! Das gibt's nicht, ich muss unbedingt auf so ein Kartenkauffeld kommen irgendwie. Nein! 7 erste Mal. Wo müssen wir da eigentlich hin? Achso, nach Paris. Aber warte mal, hier, Paris ist ja hinter. Nee, nicht dorthin. Das ist mir zu rot. Ich ziehe lieber die Karte. 50 Chips mehr im Casino. Ja, da ich ja heute so oft aufs Casino komme und euch sonst. Meißen Johannes was. Und Killer-Menti. Killer-Menti lässt sich nicht beirren. Würfelt eine dicke, fette 5. Und zieht nach links. Auf ein rotes Feld. Herzlichen. Killer-Menti nimmt Wunsch. Nimmt das rote Feld doch nicht mit. Sie nimmt das rote Feld mit. Nee, nimmt sie doch nicht mit. Killer-Menti geht nach oben und zieht eine Karte. Und da ist Gewinn mal 2 drin. Wenn du irgendwann mal was gewinnst, dann mal 2. Aber jetzt machst du erstmal 76.000 Verlust. Und Schnupe, nimmt die Versammlungskarte. Jetzt noch nicht. Und jetzt würfelt er erstmal eine dicke, fette 5. Und ist damit in Führung auf dem Weg nach Paris. Bekommt sogar noch Geld. 69.000. Erweitert seinen Vorsprung zu Yahoo 85, also zu mir. Und der Yahoo würfelt eine 3.
Ja, warte mal, Casino, war da irgendwie was mehr? Ja, die nehme ich die Chips. Puff, Chips. Oh. Und was spiele ich? Ich spiele Roulette. Right. Sehr gut, da Killer Menti immer Glück hat, ich auch Glück haben. Gib mir mal noch ein paar Fünfer hier denn dazu. Ich habe genug Geld, komm. So, und jetzt. Oh. Die alle hier drauf. Die alle hier drauf. Die alle hier drauf. Wirklich durchdrücken, ja. Hier noch ein bisschen, ja, und hier noch ein bisschen, ja, und ja, was kostet die Welt? Da oben, da oben. Da oben mache ich auch noch, mache ich, so, okay. Jetzt, mal gucken, ob ich was gewinne. Und zwar gewinne ich, habe die andere Farbe als rot getroffen, ja! Und es gibt einen Riesengewinn, guck mal, Killer Mini, 42.000. Dankeschön, und es hat nicht gereicht für, was jetzt? Budapest ist abgebrannt. Hallo? Das war meine Bude. Grundstück von Budapest ist gut. Ach du heiliger Bim. Also. Ist das Spiel erkennt das so langsam hier, wer hier da. Ja. Das gibt alles nicht. Wo ist denn jetzt hier der eigentlich der? Achso, der kommt erstmal der Trappi an, toll. Killer Menti, könntest du bitte mal der Geld aufteilen Karte machen? Nein. Okay. Hättest du uns empfohlen. So, und Killer Menti fährt durch München durch. Grüßt. Und kommt auf ein Geldziehfeld. Hey, 110.000, hey! Hey, hey! Ein Killer Mandy, voll der Ghetto-Typ heute. Hey, hey! Du musst nochmal drücken, Killer Mandy. Ja, jetzt. Und jetzt, Schnupe, ist 20 Felder entfernt, nimmt die Planloskarte und zieht nach Leipzig. Hä? Hast du vorher woanders gewohnt, hm? Und die Schnupe wirft eine fette 5, fährt durch Leipzig durch und zieht nach Torgau. 83.000. So, jetzt könnte das so. Oder nicht geknast. Ja. So, 39 Felder soll ich auch heute fahren. Das ist echt schlimm. Also ich. Eine 7? Du bist echt schlimm, ja, das stimmt. Jetzt geht's. Ja. Und es gibt ein ich ziehe eine Karte Feld und zwar ein Besen. Oh, toll. Den kann man eher Menti in der Hand drücken. Also Killer Menti. Hallo, nicht so frech, mein Freund. Du nimmst eher einen Staubsauger. So, okay. Killer Menti überlegt, ob sie jetzt die Aufteilenkarte nimmt oder die 2. Oder 12 zu würfeln ist da ziemlich schwierig, Killer Menti. Da fällt mir nicht mal was dazu ein. Halt doch einfach den Schnapp. 15.000 hast du aber noch verloren und wir geben weiter an Schnupe mit seiner goldenen 15. Warum ist Schnupe eigentlich Erster? Ja. Ach so, danke für die Erklärung. Weil du das nicht bist. Och, danke. Ach, ich sehe jetzt. Jetzt verstehe ich, wo meine Logik hängt. Schnupe fährt durch Köln. Und kommt auf ein rotes Feld. Nee, kommt doch nicht. Schnupe kommt auf ein grünes Feld. Bekommt 101.000 Geld. Und Jaro dran. Was will ich mit machst du auf dem Bahnhof? Bei Fahrstand Jaro ist am Zug. Oben aber am Mast. So, weiter geht's. Das war ein Schiff. Oh ja, stimmt ja. Falscher Zug. Das war Hafen. Was? Hafen. Schiff. Und eine neue Karte. 4 Felderkarte. Oh. Wow. Die verkaufe ich euch für 3 Millionen. Kannst du dir in deinem Popo stecken. Und Killer Menti, nimm die 3 Würfel. Genau. Und würfelt eine. Keine 12. Au. Oh. Killer Menti, ist das nicht riskant, mit 12 so zu riskieren? Nö. 30.000 Verlust hast du noch eingefahren. Und Schnupe am Zug. Riskiert Schnupe oder macht er doch noch eine Versammlung kurz vorm Ende? Es lohnt sich dann, das Geld umzuteilen. Durch einen Schnupe kommt auf ein rotes Feld. Nee, kommt er nicht. Er fährt nach Luxemburg. Da gehört denn schon alles. Stimmt, wie sieht er? Es leuchtet schön. Es gibt ein schönes Geräusch. Und wieder irgendwo eine Brücke beschädigt. Na klasse. Und Jaro hat ist. Hier in der Nähe. Jaro ist dran. Ach, super. Eine fette 2. Jetzt gibt es erstmal Fettgeld. Ich muss an Schnupe ran mit 94.000. Und jetzt Killer Menti. Schafft sie es mit 4 Würfeln eine 12 zu würfeln? Oder mit 12 Würfeln eine 4. Die sind das. Fast? Fast, Killer Menti. Immerhin in 9. Ja, das war das nächste. Und verlierst du 38.000. Also, eigentlich war es ja gar nicht schlecht. Und jetzt Schnupe. Was macht Schnupe?
Er versucht es bei einer 11. Was ist denn der Unterschied, ob es bei einer 11 oder bei einer 7? Nee, eine 7 sieht schöner aus. Also sie trifft man so eher mal. Auch gut, besser? Aber ihr lasst mir zumindest Zeit ranzukommen. Das finde ich ganz, ja, ganz nett von euch. Wieso bist du eigentlich so weit weg? Ihr wart näher dran. Warte, 3, oh jetzt 1, 2 und oh jetzt Upgrade fällt. Und ich muss ein neues Upgrade kaufen. Ja, den Navi, Upgrade. Genau. Upgrade. So, und jetzt Killer-Mandy dran. Sie versucht jetzt bestimmt mit 5 Würfeln eine 12 zu würfeln. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich würfel jetzt mit 12 Würfeln eine 5. Ist eine 12 dabei? Oh, Gott sei Dank nicht. Boah, 2 mal 11. Immerhin. War knapp, Killer-Mandy. Knapp. Ja, ganz knapp. 34.000. Und jetzt Stube. Puh, jetzt ist der Herzporon pur. Stube nimmt die 3 Würfel. Schafft er eine 11? Und er schafft keine 11, er hat aber die 12 geschafft dafür. Oh, die 11, die war aber, die wackelte schön. Ja. Die Drecksau ist der. So, ich kann euch ja gegebenenfalls den Besen überlassen. Und eine 1. Wow, what the fuck? Echt jetzt? Naja, okay, ich nehme das Geld ja mit. 77.000. Und ich nähe mich Stube schon wieder an. Und der Dr. Draco, nee, wie heißt der? Der Erik, der geht weg. Und kommt wieder in seinem Hummer. Oh, eine Karte ist zerstört. Der Aufteilenkarte. Oh, hä? Jetzt die Aufteilenkarte weg, Elementi? Nicht schlimm. Jetzt kann ja gar keiner mehr das Geld aufteilen. Hm. Ja, die ist uns wenigstens nicht mal auf die Nerven. Hm. Aber jetzt keine 12 dabei. Aber du hast für den Schnupe die 11 gehabt, Elementi. Also habe ich jetzt vom Handy die 12. Mal wieder, ja. Du hast noch 4 Würfel Zeit. Oder eine Versammlung. Ein normaler Würfel? Ne, 1. Oh. Auf das rote Feld kommt Schnupe! Ne, doch nicht. Sind überall 11 Felder. Sag mal, ich glaube, du könntest in Grünau stehen und würdest eine 11 brauchen. Ja. Grünau, wo ist das? Das ist ja in Berlin. So. Also, das, eine 7. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt werde ich es am Endeffekt allen noch heimzahlen. Und zwar kriege ich das erste Mal fette 49.000 und bin plötzlich Zweiter. Juhu! Warst du nicht vorher auch schon? Ja, das klang jetzt so irgendwie sehr ermutigend für mich selber. Also. So, und jetzt ist Killer-Mandy dran. Killer-Mandy darf noch. Und mit jetzt. Ich wollte eigentlich Udi mehrfach Würfel nehmen, aber ich bin am falschen Knopf gekommen. Also so ist es. Ach so. Ups. Ja, das kann ich ja sagen, wenn das Video kurz einhält. Ich schneid's raus. Gut. So, Stube nimmt jetzt die Planloskarte. Ja, das ist wahrscheinlich mindestens dasselbe. Oh nein! Jetzt ist Nervenkitzel pur. Ich werde diese Folge schon mal sicherheitshalber vorzeitig beenden. Und zwar mit einem fetten Wurf auf die 10. Und? Eine 7? Oh nein! Ich habe noch eine 4. Gesehen hat man sie. Oh, schade, schade, schade. Ist aber nicht schlimm. Ich bekomme das Geld, und zwar 80.000, bin weiterhin Zweiter, und wie der Krimi zu Ende geht, das seht ihr in der nächsten Folge von, was spielen wir denn eigentlich, also von Moneymaker, Rocket League, Far Cry, bis zum nächsten Mal, tschüssi.